Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit dem Kannibalen unterwegs, Leute, und wir haben ein Randomizer-Setup: Strider, Pirscher, dunkle Hingabe und Vergeltung. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein, Leute. Viel Spaß mit Bubi. Okay, wir haben wieder ein Totem dabei, Hex. Und es ist leider wieder relativ nah an dem. Das ist wieder relativ nah an dem Gen. Es wird nicht halten. Schaffe ich. Die Blattlaus, Leute, direkt weggesägt. Ungeziefer. Oh Gott. Wenn wir hier einen Haken. Frage ist natürlich, ist jetzt hier noch jemand weiteres am Start? Zumindest keine Spur mehr gesehen. Wir checken einmal hier den Zeppelin. Jo. Die Person rennt hinter mir. Schnell hinter. Oh, shit. Okay, das ist eine andere Struktur, als ich irgendwie erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Ärgerlich. Oh, sie geht doch lieber an den Generator, als hier sich hochzuheilen. Ach, kann sie ja noch gar nicht. Upsi. Oh, ist rechts raus. Das ist eigentlich gut für mich. Erster Gen. Aber Keller mit Bubi. Das ist auch ganz nice für mich. Also das könnte böse sein. Checken wir mal den Generator, wo die eben dran waren. Ob ich den nochmal kurz zurücksetze. Ja, den sollte ich wahrscheinlich zurücksetzen. Da haut schon jemand ab. Ah, hinten ist jemand. Ich würde eigentlich gerne zurück, wenn der Keller bespielt wird, aber. Waren da gerade Katzspuren? Ich glaube ja. Aber es lohnt ja auch nicht, jetzt auf Krampf da hinten dann zu bleiben. Wenn die hier dann die Gens machen, ne? Muss ich halt in den sauren Apfel beißen. Gar keiner hier hinten offensichtlich. Da ist jetzt aber jemand am Generator wieder dran gewesen. Rennt in unsere Richtung. Setzt den schnell zurück. Okay, rennt hier hin. Oh, ist da stehen geblieben. Ja, umgedreht. Ja. Ja, sie könnte jetzt in den Schrank hüpfen. Macht sie nicht. Dann haben wir sie. Oh, noch jemand. So. Die setzen wir dann nochmal zurück. Man kann ja nicht oft genug zurücksetzen, offensichtlich. Okay, der dritte Haken. Aber mit den Generatoren. Habe ich den Braten jetzt noch nicht so? Das war jetzt wichtig und richtig. Jeff. Ich heiße Jeff. Janice, fertig. Schon außenrum? Hm.
Hier nicht gesehen, wo der jetzt hin ist. Ah ja, da ist jemand. Boah, ist das mies. Oh mein Gott, da wird jetzt abgehangen. Ich könnte den liegen lassen kurz. Wir haben ja Pirscher. Beruhig dich, Bubi. So. Okay. Andere steht wieder. Schnell zu dem Generator zurück, Leute. Ach, schaffen die nicht. Nee. Hier links. Hallo, guten Tag. Okay, jetzt haben wir hier wirklich Schneeball gerade. Jetzt bricht das Kartenhaus hier für die Survivor zusammen. Gefällt mir. Die Blattlaus ist wieder hochgeheilt. Hallo, Jeff. Mr. Johansson, bitte bleiben Sie stehen. Ich habe ein einmaliges Angebot für Sie. Sie sind schon so lange Premium-Mitglied bei uns. Das war's. Das war's nicht. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich wusste nicht mal, dass das geht. Jetzt bleiben Sie doch bitte stehen. Ich habe doch ein einmaliges Angebot. Nehmen Sie es doch an. Okay, der hat meinen Terrorradius. Deswegen wollte ich ihn halt überhaupt schlagen, Leute. Das ist der einzige Grund. Hallo. Blattlaus, lauf nicht weg. So, du kommst an Haken ran. Ja, warte mal, Blattläuse sind... Melken Ameisen nicht Blattläuse irgendwie? War da nicht irgendwie sowas? Ich frag für einen Freund, der eine Ameise ist. Okay. Sekunde, das war das Feuer, glaube ich. Die Mag ist auch hochgeil. Die Generatoren sind sehr, sehr weit aufgesplittet, aber... Ich muss sagen, aktuell... Also zwei Leute holen wir auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Ich würde eigentlich sogar schon fast sagen, drei Leute holen wir uns sicher. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. So, sie haut ab. Aber wo ist die zweite Person, die abgehängt hat? Scheiße, Mac. Ah, da. Okay, Glück gehabt, Mac. Oh! Schaffe ich. Das schaffe ich. Da hat die aber Schwein gehabt, dass ich die andere noch gesehen habe. Sonst wäre Tunnelpunkt-Exe aber wieder direkt reingestartet, Alter. Okay, dann bringe ich den in den Keller. Kein Problem. Wenn du den lieber im Keller haben möchtest, dann bringe ich ihn runter. Oh, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, wäre ärgerlich gewesen, ne? Tobi, moin moin, ne? Hey Laura, Kuckuck! Was geht, was geht? Wir gehen einfach direkt weg. Das geht. So, Blattlaus, wie sieht's aus? Machst du Gens? Bist du der einsame... Genifikator? Oh! Blattlaus, zeig dich! Sind die Sprintspuren jetzt schon so gewesen, dass er abgehauen ist eher? Wo würde ich mich als Blattlaus verstecken, Leute? Wahrscheinlich tanzt er schon so in meinem Rücken rum. Ich hätte ihn easy sehen können, wenn ich einfach ganz normal gegangen wäre. Alter, heißester Hinweis. Ich ist jetzt schon wieder so ein Wild Guess, ne? Aber ich dachte, ich hätte hier jemanden schleichen sehen.
Wenn die Person im Schrank war, dann auf jeden Fall GG. Spielen jetzt auf jeden Fall ein bisschen zurückhaltend, ne? Und der Generator hier ist schon sehr weit weg. Komm, also zwei habe ich ja gecallt. Die sind alle dead on hook. Im Prinzip müssten wir nur mal jemanden sehen. Und dann in eine Jagd gehen. Checkpalette steht, glaube ich, noch, ne? Mac wurde geheilt. Oh, beide Macs. So kurz hintereinander. Ne, hier unten werden die aber nicht mehr sein. Wie vorsichtig wollen sie spielen, Survivor, ja. Aber ich meine, die sind alle dead on hook gegen Bubi. Hier ist auch niemand, WTF. Kommt schon, ihr müsst bitte wenigstens an die Gens rangehen. Ihr seid doch zu dritt. Gönnt euch mal was. Jeder an einen. Ach. Da. Das war's, Mac. Ich würde ja immer noch frontal mal gönnen, wenn ich ehrlich bin. Einfach mal so random jemand mit frontal. Und dann gibt's voll aufs Maul. Da war jemand am Generator, das habe ich genau gesehen. Ist nach links weggegangen, ist nach rechts weggegangen. Beide nach rechts weggegangen. Blattlaus, jetzt gibt's nur noch mich und dich. Stimmt gar nicht, die andere ist auch noch da. Aber ich bin ein Blattlaus-Fan. Blattlaus-Enjoyer, um nicht sogar zu sagen. Da haben wir ihn. Ich bin da nicht mal gegen gecrashed. Täuschung, Leute. So, und die andere Mac. Die haben wir doch eben noch gerochen. Die war doch hier auch in der Nähe. Da! Ist eine Krähe hochgeflogen. Mac, hallo Mac. Hallo Mac. Hallo! Du kriegst erstmal so den Hit auf den Nacken. Ja, jetzt hat sie natürlich ein bisschen Vorsprung. Aber... Oh, let's go. Oh, der hat getroffen. Oh mein Gott. Da ist die Lukas Adre. Let's go. Bist du eine gute Mac? Ah ja, Randomizer. Ne, leider nicht. Okay, Bonuspunkte für Bubi. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Aber einen Haken. G zu dem G. Oh Mann, da. Okay, doch noch alle Leute erwischt sogar. Huh. Ah, auf zwei hätte ich mir ja festgelegt, aber dann zwischenzeitlich, ey, dann hat die Blattlaus da hinten den Generator gemacht, ne? Ehre, wem Ehre gebührt. So, GG. Mal weg, den Ding da. Oh, fünfmal noch. Geh zu dem G. Da wurde doch mal schön weggesägt, Leute. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Und falls so ist, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr ein Like und einen Kommentar da lasst. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und Dankeschön an unsere Jugendstilfee für den krassen Support. Wenn ihr mögt, Leute, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin macht ihr euch noch einen schönen Tag. Haut da rein. Ciao, ciao.